Und zwar ist es der B-Wing Starfighter. Ja, er kommt mit der Nummer 10227 an, ist für über 16 Jahre geeignet und hat 1487 Picks oder Teile. Ich möchte mit euch wie immer ein Unboxing durchführen und wieder eine stundenweise Aufnahme, wie weit ich mit dem Modell gekommen bin. Ist es kein, sag ich mal, kein neues Modell, ja, es ist schon neu, aber es ist im den Set nicht mehr gar so neu. Ich weiß nicht, 2012 kommt da raus oder irgendwas. Und ich habe ihn halt bei eBay ersteigert. Ich weiß nicht ganz genau, wie viel er original mal gekostet hat. Also ich musste 270 Euro schon blechen. Also das ist schon eine ganz schöne Wucht. Aber wenn man Fan ist von Star Wars oder Lego Star Wars, muss man bei den älteren Modellen, was sich hier im Ultimate Collector Edition Bereich befindet, schon ganz schön hinlegen. Naja, nichtsdestotrotz, jetzt steht er da und wir gucken ihn erstmal wieder von allen Seiten an und dann geht's los. So, also hier sieht er die Front nochmal mit dem Dorfmoor rechts in der Ecke. Hier sind nochmal die ganzen Daten, die ich vorhin schon mal gesagt habe. Die Größen haben wir noch nicht gesagt, und zwar kommt er mit 66 cm Höhe und 38 cm Breite. Gut, die Kiste ist halt nicht mehr die schönste, ist halt schon ein bisschen verschrabbelt, aber okay, das sollte mich jetzt nicht weiter stören. So, das schauen wir mal von oben. Okay. Ja, nichts Besonderes. Okay, hier sind Teil 1 zu 1 drin. Es ist in dem Set auch keine Minifigur enthalten. Finde ich schade, aber na gut. Kann man nichts machen. So, die Seite. Und die andere Seite. Wie immer. Nicht viel. So, dann schauen wir mal von unten. Hier steht es vielleicht, wenn es 2012 ist, ich wusste es doch. Okay, und von hinten nochmal. Sieht man schön hier diesen kleinen Details. Da kommt natürlich auch mit einem Ständer. Schöne Kanonen und so weiter, und hier sieht man die Funktionen. Okay. Hier hat man auch noch ein paar Funktionen. Das Schiff oder dieses Ding kann man drehen, die Kapsel, wo der Pilot drin sitzt. Man nennt es auch Führerhaus. Okay. Gut. So, dann machen wir das mal auf. Wie gesagt, ja, die Siegel sind noch frisch oder sind noch unbeschädigt oder ungeöffnet. Und wir machen das Teil jetzt mal auf. Mal sehen, was da alles so drin ist. Wie gesagt, ich habe mein tolles Messer wieder dabei. Fast so teuer wie ein Schweizer Taschenmesser. Ah, ist der lustig. Schauen wir mal rein. Und jetzt geht's los.
erstmal ein bisschen ordnen und dann schauen wir uns das mal an. So, hier haben wir erstmal diese Sondertüte, wo die Räder und die großen Platten sind und so weiter drin sind. Ansonsten haben wir 10 Einheiten. Mit mehreren Tüten. Und die Nummer 10. Gut. Schauen wir mal das Fischlein an. Auch was für Aufkleber. Sind nicht viel, das finde ich schon mal gut. Ich scheiße Aufkleber. Aber wer meine Videos verfolgt, der weiß es inzwischen schon. Das Heft Nummer 2. Das Heft Nummer 3. Und das Heft Nummer 1. Gut. So, wie weit geht denn Heft Nummer 2? Bis zur 63. Seite. Sind natürlich auch ein bisschen dünner jetzt. So, dann haben wir die 2 mal. Bis zur 63. hat man hier. Dann hier haben wir 67. Und hier haben wir nochmal, ja, 40, 39, 40. Gut. Drei Heftchen, wie fängst du denn an? Ach, hier wird dann nochmal wie immer die einzelnen Bauphasen erklärt. Ja. Und die Ständer und so weiter und so fort. Hier steht nochmal: auf keinen Fall ist die Tüten mischen, sondern immer nach der Reihe nach. Nicht im Gras zusammenbauen, sondern immer auf dem Tisch. Okay, werden wir dieses Mal machen. So, dann sehen wir uns nach einer Stunde wieder. Mal sehen, wie weit ich komme. Und jo, bis dann. Macht's gut. So Leute, die Stunde ist rum und das ist bis jetzt mein Ergebnis. Das wird der Mittelkorpus sein. Hinten sieht man schon die Düsen. Sehr schick. Oh, sehr schön, ne? Und das ist eine Seite und die andere Seite, das ist gleich. So. Gut, so, dann habe ich noch dieses gefertigt. Das war in der Tüte 2. Ja. Ich bin jetzt auf der Seite 27 und habe, wie gesagt, die zweite Tüte. Bin aber noch nicht ganz fertig. Ein paar kleine Teilchen sind noch da. Ja, und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Stunde. Bis dahin, macht's gut. Ja, Leute, die Stunde ist wieder rum und es geht vorwärts. So, was haben wir alles getan? Seht schon, das ist schon soweit sehr schön. Die zwei Hälften habe ich hier raufgesetzt. Ja. Gucken wir es mal von oben an. Ja, die Seiten sind eigentlich gleich. Gucken wir mal von unten hin noch. Okay. So, was noch? Die eine Hälfte von den langen Flügel habe ich noch geschafft. Hier unten ist ein Aufkleber.
Ich lege mal hin. Ich lege das auf den Boden. Dann drehen wir ihn mal rum. Und dann wird es etwas bunter. Und es wird auch ganz schön lang. Steht da drauf, 60 cm insgesamt dann. Wird ganz schön gewaltig. So, das erste Heft ist soweit durch. Ich fange dann gleich mit dem zweiten an. Ja, hier sind noch ein paar übrig gebliebene Kleinteile. Ich fange jetzt mit dem fünften Paket, fange ich jetzt an. Und dann sehen wir uns in der nächsten Stunde. Bis dahin. Und tschüss. So, die Stunde ist wieder rum. Und ihr seht schon, es wird immer größer und größer. Ich habe jetzt die Teile zusammen gemacht, die zwei, und habe die dann miteinander verbunden. Und mal ehrlich, sieht doch ganz geil aus, oder? Oder sieht richtig geil aus. So, ich tue es mal hoch, kann stellen. Richtig, richtig geil. Unten hat man Kanonen und Laser und was der Geier alles. Also detailverliebt. Ja, ich muss mal hier unten ran. So, und von hinten. Cool. Richtig, richtig cool. Weil da bräuchte ich das nicht. Die 260 Euro, muss man ganz ehrlich sagen. Ist zwar ein Haufen Geld, aber nee. Es gibt Wichtigeres. So, hier nochmal die schönen Platten. Okay. So. Ich bin jetzt im Heft auf der Seite 47. Nein, nicht ganz, ich bin auf 46. Ich möchte nicht lügen, weil ich fange ja jetzt erst das siebte Paket an. Ja, das wird wahrscheinlich das Führerhaus werden oder die Cockpitzelle. Da schauen wir mal. Okay Leute, bis in einer Stunde. Mal sehen, wie weit ich komme. Und tschüss. Ja, grüßt euch wieder Leute. Die Stunde ist wieder rum. Und ich habe jetzt diese Cockpit-Kuppel mit in das komplette Schiff montiert. Die schauen wir uns mal an. So. Drin kann man einen Sitz erkennen und einige Apparaturen. Des Weiteren lässt sich die Kuppel drehen, so wie der halt dann fliegt. So, was gibt es noch? Dann habe ich noch so einen Seitenflügel mit montiert. Das sieht man hier. Den kann man auch schwenken. Sieht dann von der Ferne etwas so aus. Drehen wir rum. Sieht von der anderen Seite aus.
und so von hinten. Okay, tun wir einklappen. Zack, 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 zack. So. Ja, es wird nämlich langsam schwer, das Gerät. Gucken wir uns das Cockpit mal von hinten an. Von unten. So. Auch noch bewegen. Gut. Also wunderbar wieder das Gerät. Hier ist noch ein weiterer Aufkleber dazugekommen. So. Joppa. Du musst mal in die Ecke. So, ich habe das dritte Heft angefangen und bin jetzt auf der Seite 11. Bin jetzt beim 8. Paket oder mit dem 8. Paket fertig und werde mich jetzt zu dem 9. und 10. noch begeben. Ich denke mal, dass ich nächste Stunde fertig wäre. Ich bin deshalb bloß noch der Flügel und der Ständer. Und dann schauen wir es mal uns insgesamt nochmal an. Jo. Bis dahin, Leute. So Leute, nun steht er dort und ist fertig. In seiner Pracht. Sieht sehr schön aus. Also eine ganze Stunde habe ich nicht mehr gebraucht, glaube ich 20 Minuten war es noch. Für den Ständer und dieses einen Flügel. Hier haben wir nochmal die Tafel. Zeige ich nochmal etwas näher. Wo die wichtigsten Eckdaten draufstehen. In Englisch. Ich tue das Gerät mal runter. Da schauen wir uns mal den Ständer an. Ja. So sieht er aus. Von allen Seiten, von unten. Ja, hier wurde gehalten, das Schildchen. Und von oben schauen wir auch nochmal an. Okay. So, nun ist er wieder drauf. Sieht auch cool aus. So halb schräg. Das hat irgendwas. Wir drehen uns mal mit dem Ständer rum. Sehen, ob das geht. So. Wie gesagt, die Flügel lassen sich knicken. Also einknicken. Der andere auch. Aber das geht jetzt leider nicht durch den Ständer. Ich mach's mal wieder hoch. Stopp. Ja, wir noch ein bisschen drehen. Fallen. Auf jeden Fall richtig cool geworden. Das wird wieder ein Hingucker auf mein Regal. Genau. Was gibt es noch zu sagen? Ach so, wenn man den jetzt runternimmt und egal wie man den dreht, die Kuppel dreht sich so mit. Vielleicht sieht man das ein bisschen, dass das immer gerade ist. Also die. Ja. Seht ihr schon. Okay, finde ich cool. Das Einzige, was halt noch fehlt bei dem, ist die Figur oder ein Pilot. Da haben sie wahrscheinlich nicht dran gedacht oder wollen sie nicht mitliefern, keine Ahnung. Das wäre noch das i-Tüpfelchen gewesen. Aber ansonsten bin ich restlos begeistert. Ja, gut, dann kommen wir mal zum Fazit. So, mal zum Fazit. Also, hier sieht man es nochmal.
Das ist der Lego Star Wars B-Wing Starfighter. Ja, ist für die Altersgruppe 16 plus gedacht. Kommt mit der Nummer 10227. Sind 1487 Teile. Dann hat man drei Bedienungsanleitungen. Ziemlich easy. Und hier sieht man halt nochmal die Größe. Also er ist 66 cm hoch und 38 cm breit. Also das ist dann halt von der Schräge hier, wie gedacht. Ja. Schöner Ständer ist mit dabei. Sieht richtig cool aus. Was will ich noch sagen? Achso, der Preis, ja gut. Das Set gibt es halt nicht mehr offiziell zu kaufen. Kriegt man vielleicht nur noch bei eBay oder keine Ahnung wo sonst noch. Ich habe halt knapp 270 Euro bezahlt. Das ist halt jedem selbst überlassen, wie viel Geld er da noch ausgeben möchte für sowas. Also ich gebe es gern aus. Also ich habe es nicht bereut. Und ja, ist halt eine Collector's Edition. Gut. Schauen wir nochmal. Ja. Ja, liebe Leute, die Folge nähert sich wieder dem Ende. Und mir bleibt vielleicht noch eins zu sagen. Ich wollte mich entschuldigen für meine Stimme, weil ich bin zurzeit ein bisschen angekränkelt. Also irgendwie Angina-Halsschmerzen oder irgendwas. Aber ich hoffe, es hat nicht weiter gestört. Eins vielleicht noch, wenn es euch gefallen hat, gebt natürlich ein Like. Für Abos bin ich auch immer zu haben. Also ich würde mich über jede Meinung auch sehr gerne freuen, wenn jemand irgendwas loshaben möchte oder irgendwie. Ihr könnt auch mal in die anderen Videos reinschauen, wenn ihr es nicht schon getan hat. Ansonsten sieht man sich vielleicht in einem der nächsten Videos wieder. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, dann sage ich auf Wiedersehen. Macht's gut, Leute. Ciao, euer Dara.